Oh, die Kamera ist hier an. Oh, hi, Entschuldigung. Grüßt euch. Das geht aber jetzt schnell. Ja, habe ich im Tran angeschaltet wohl. Ja, ich kennt ihr das, wenn ihr irgendwo hin müsst und irgendwas erzählen müsst und gar nicht genau wisst, wie ihr anfangt? Ja, ich weiß nicht, inwieweit ich komme jetzt tatsächlich so an die Grenzen dessen, was jetzt was ein Videoformat leisten kann, über so Dinge, die man sich so vorstellt, einfach so innere Sachen, Gedanken. Kann man das filmen? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal. Ich habe meinen Kaffee, nehmt euch ein oder einen Tee oder wie auch immer und dann fangen wir an. Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Sache reingeht, nochmal aus gegebenem Anlass hier eine kurze Erinnerung. Ich hatte schon mal darauf hingewiesen, Elham Mondaresi hat eine Petition auf Change.org gestartet, um ihrer Schwester zu helfen, die eine Künstlerin ist und aufgrund freier Meinungsäußerung, also genau das, was ich jetzt hier gerade betreibe oder was so viele tun, die eben deswegen eingesperrt worden ist. Elham ist freigelassen worden, allerdings unter der Option, dass sie sich jetzt gerade in diesen Tagen, also gestern war der erste Verhandlungstag, Gerichtsverhandlung, dass sie sich in diesen Tagen verantworten muss. Und ja, ich habe hier die Petition nochmal offen. Wer hier unterschreiben kann, bitte tut es. Ansonsten denkt an sie, denken wir gemeinsam an sie. Viel Kraft und alles Gute. Der barmherzige Gott, der so unbarmherzig ausgelegt wird. Und wir sind mitten im Thema. So einfach ist es von einer, ich sag mal, irrelevanten Liturgie jetzt in politische Themen reinzukommen. Wir sind jetzt so weit, wir haben die Ouvertüre, wir haben die Trauermusik. Jetzt sind wir beim Begriff der Barmherzigkeit angekommen im letzten Video. Der barmherzige Gott. Was bedeutet das? Und wie kann man es in Töne umsetzen? Ich habe euch was vorbereitet hier, beziehungsweise das ist der Stand vom letzten Mal. Herr Gott, erbarme dich, ist ein kleiner liturgischer Liedruf von Martin Luther. Der hat ihn, glaube ich, 1529 geschrieben. Und das ist dann: Herr Gott, erbarme dich, Christe, erbarme dich, Herr Gott, erbarme dich. Also in 10 Sekunden abgesungen. Warum nehme ich sowas winzig Kleines, um das in ein Oratorium zu nehmen? Also, der eine Grund ist recht einfach. Je kleiner etwas ist, desto wandelbarer. Oder ich mache es mal andersrum. Letztes Mal hatte ich Bachs H-Moll-Messe mal angedeutet. Ne? Hier der Eingang davon. Wenn ich sowas habe, ich sag mal so, mit einer Kathedrale kann man keine Kathedrale bauen. Um Kathedralen zu bauen, brauche ich einzelne Steine. Und dieses Herr Gott, Luthersche, erbarme der dich. Liedruf hier ist so ein Steinchen. Ja, denn ich könnte Bach höchstens demontieren, den komplett ändern und dann aus diesen Einzelteilen was machen. Möchte ich nicht. So, und das andere ist die Sache mit den Farbwerten. Nochmal Bach, wenn ich eine H-Moll-Messe habe, dann wird wahrscheinlich niemand als Eingangslied, also angenommen, ich würde das wirklich als Kyrie im Gottesdienst nehmen, da wird wahrscheinlich niemand sagen, als Eingangslied, was ich nicht komme, und sagt dann irgendwie sowas nehmen und dann anschließend Chor und Orchester aufstehen lassen und dann. So, umgekehrt geht das auch. Der kleine Liedruf von Luther hat kaum Eigenfarbe. Das sind 7 Töne, die sind so schnell dahingesungen, die nehmen jede Farbe an. Ja, wenn ich vorher, nun weiß ich nicht, nun danket alle Gott hab, von einer großen Gemeinde gesungen mit, weiß ich nicht, eine 100, 150 Konfirmation oder sowas. So, und
und dann kommt eine Überleitung und dann kommt hier. Dann geht dieser Jubel von dem Eingangschoral hier noch rein und das funktioniert, weil dieses Luthersche Kyrie jetzt keinen Ausdrucksgehalt hat wie große Kyrie-Vertonungen von Bach, von wem auch immer, Mozart oder so. Und das ist das eine. Im Oratorium kommt die zweite Komponente dazu, nämlich die, dass so ein Baustein, der Baustein ist musikalisch auch wandelbar. Erste Frage, ist es Dur oder Moll? Ist das das hier? Oder ist es so? Beides funktioniert. Beides hat, ja, beides klingt erstmal anders, hat einen anderen Gehalt. Und noch was, ich kann selbst diese 7 Töne weiter demontieren oder kleiner machen. Das ist ein Tonleiterfragment, das ist allgegenwärtig in der Musik. Weiß ich nicht, wandelbare Farben. Ich habe einen einzigen Ton geändert und ich habe diese Kyrie als Opernmusik plötzlich da, als Triumphmarsch. So, wir kommen von der Trauermusik jetzt, gerade Ouvertüre, Trauermusik, und da brauche ich jetzt an der Stelle zumindest keinen Triumphmarsch. Was möchte ich? Ich habe immer noch die Wut, das Unverständnis, dass es ja die Trauer ist, sei immer noch da. Also für meine Zwecke es ist wahrscheinlich besser, wenn ich das nicht in Dur auffasse, sondern in Moll auffasse. Das hieß aber, dass ich da. Dann würde ich die Luther verändern. Dann hätte ich, da würde ich die Melodie verändern. Das möchte ich ja eigentlich auch nicht. Aber ich könnte mit einem Moll anfangen. Und hier anstelle von einem F würde ich mit einem Ast beginnen. Für die, die ein bisschen Musiktheorie und so können, jetzt mal so nur für Spaß unter uns. Also wir stehen in C-Moll, in F-Moll die ganze Zeit. Wenn ich das jetzt hier als F-Moll auffasse, ist das nahtlos im Tonartenbereich auch. Und hier, wenn Luther selber schon zwischen Dur und Moll changiert, vielleicht ist das ja wieder ein Ausdrucksmittel oder eine Möglichkeit, damit zu spielen. Wie wäre das denn? Da ist gerade noch was passiert. Also, dachte ich so, ne? Wenn ich sowas. Was wäre denn, wenn das Schluss wäre? Das Kyrie ist ja ein Ruf, eine Anrufung. Und hier Luther auf Deutsch, ne? Herre Gott, erstmal. Angenommen, ich lasse das erstmal so stehen und danach käme was. Was käme? Wir kommen ja von der Ouvertüre her, ne? Erinnert euch hier. Und so weiter. Ne? Da könnt ihr im anderen Video nochmal nachgucken, wenn ihr wollt. Aber wenn ich jetzt dieses Laufmotiv dazu nehme jetzt, angenommen ich habe jetzt. Sowas. So und angenommen jetzt noch, angenommen wir machen einen Orchesterschlag vorne dran. Krass. Jetzt die Streicher und auf der Idee habe ich mal weitergemacht, beziehungsweise ich habe das einfach mal ausformuliert. Das habe ich euch vorbereitet. Ich habe es ja fertig. Das sieht dann in Noten tatsächlich so aus. Da ist der Cantus Firmus, ach, 1526, ich habe 29 gesagt, da wo der dicke Zeiger jetzt gerade ist, da ist es einfach die Luthers Choralweise, ne? Kyrie, da, der Takt ist auch angepasst, ne? In der Ouvertüre hatten wir einen 6/8-Takt, einen 6er-Takt, hier ist es ein 6/4-Takt.
Und dann haben wir hier auch wieder als Skizze jetzt, also ne, für zwei Tasteninstrumente statt vollem Orchester. Und dann die sechs Chorstimmen sind es. Zur Besetzung sage ich aber später noch was. Das hat einen bestimmten Grund. Hängt auch mit meinem Dreistromland zusammen. Der YouTube-Channel heißt ja so. Aber kommt später. Jetzt nochmal hier zurück in die Noten. Also auch die, die nicht Noten lesen können. Ne? Ihr seht hier oben in den oberen sechs Systemen die Chorpartien. Und mit Luthers Choralweise, ich deute es hier mal an. Mit einem Dominant-Septim-Akkord. Also das heißt, das ist nicht so ein Grundakkord, sondern da ist hier so ein. Da ist eine Dissonanz drin und die Dissonanz, also die führt dann weiter. Also klingen tut es dann so. Ich habe die. Die Sechzehntel, die schnellen Notenwerte habe ich jetzt zweistimmig hier ausgeführt. Das kann man auch dreistimmig machen. Muss ich gucken, wenn ich das dann wirklich orchestriere. Die Idee ist da, ne? Und jetzt guck mal, was wir haben. Ich habe, glaube ich, noch im Hintergrund offen hier. Oder auch nicht. Oder auch doch. Ohne Titel. Hier unser kleines Kyrie, wenn ich es mal nebeneinander setze hier. Dieses kleine Luther-Kyrie. Die Noten sind ja alle da, aber wenn ich das jetzt hier ein bisschen aussetze, dann kriege ich ein Eingangsportal für etwas Größeres. In der Art, und das ist jetzt unsere erste Zwischenstufe, sonst wird das Video wieder zu lang, in der Art kann ich das jetzt zeilenweise mir aussetzen. Also hier fehlen auch die Texte, sehe ich gerade noch, aber ich spiele es einfach mal an. Und dazwischen habe ich in den Orchesterstimmen habe ich noch Motive, die kann ich am Klavier mal andeuten. Vielleicht die Holzbläser. Der Schluss. Ich würde es jetzt so nicht lassen, und zwar aus architektonischen Gründen. Und sowas hat immer ein bisschen zu tun mit, ja, ach, im Grunde wie Architektur draußen auch. Also wenn ich eine Villa habe mit einem großen Flügel links, dann brauche ich einen entsprechenden Flügel auf der anderen Seite. Ich habe jetzt mal zusammengefasst, hier versucht, so ein Flussdiagramm zu machen. Wo sind wir jetzt? Also hier Oratorium ist das Ganze. Jetzt mal auf einen Blick. Wir haben begonnen die Einleitung. Gott will Leid ist die Frage. Ich lese von links nach rechts. Ne? Also, und dann hier Nasrin Sotoudeh und die Ouvertüre. Das war, hatten wir im vorletzten Video oder so. Und das führt direkt in die Trauermusik. Das heißt, wir kriegen hier so einen Einleitungsblock jetzt. Die zentrale Frage im Einleitungsblock ist die nach dem erbarmenden Gott. So, und das übersetzt ist das Kyrie, da sind wir jetzt. Hier ist noch etwas anderes, das kommt beim nächsten Mal. Ich habe nämlich diese, ich sag mal, Ordinariumsteile, diese Teile der christlichen Liturgie, der katholischen Messe, jeweils noch eingeleitet mit einem aus dem Psalm oder aus den alttestamentlichen Texten mit einer Hinführung. Und zwar deshalb, weil ich später noch andere Teile habe, die nicht im Ordinarium sind. Wie gesagt, wir erzählen ja eine Geschichte auch über Gottesbilder. Das erste große Gottesbild ist das des erbarmenden Gottes. So,
Das Diktum wird vorgestellt, aber dann sind wir jetzt hier in dem Punkt. Das ist das, wo wir jetzt heute mit angefangen haben. Ein Chor auf Basis von Luthers liturgischem Kyrie. Und wenn wir jetzt mal gucken, die Trauermusik hat eine Länge von 6,5 bis 7 Minuten. Die Ouvertüre ist knapper gefasst, aber insgesamt werden das um die 10, 11 Minuten sein. Ein Block, wenn ich hier in dieser Ausdehnung etwas habe, und ich baue ein etwas größeres, dann brauche ich hier, dann muss dieser blaue Block in meinem Denken halt ein Gegengewicht sein. Wenn ich jetzt da, könnte man ja sagen, ne, hier Luther nimmt jede Farbe an, warum macht man nach der Trauermusik nicht einfach ein kurzes Sprechteil und macht dann, ich lasse das einfach so singen. Klar. Könnte ich machen in einem anderen Kontext. Wenn ich aber jetzt baue, wenn ich jetzt in Musik denke, in Tönen Architektur mache, dann reicht mir das nicht. Dann brauche ich einen Gegenpol. Vielleicht kann man das tatsächlich so schon. Ich deute es mal mit dem Mauszeiger an. Hier ist ein Pfeiler, diese ersten drei oder zwei Takte hier bis zu diesem Doppelstrich da. Und dann ist hier leer, da oben ist im Chor ist alles leer. So, das heißt, ich habe hier einen Pfeiler, dann habe ich einen Brückenbogen, dann habe ich wieder einen Pfeiler, wieder leere oder Bogen und dann den dritten Pfeiler hier. So, dieses Dreiteilige, was in der christlichen Tradition ist ja eine zentrale Zahl auch, diese drei, ne, von der Dreieinigkeit her. Das ist ja dann auch etwas, wo man dann mit anderen Religionen ins Gespräch kommen kann, ohne dass andere Religionen diese Idee jetzt für sich adoptieren müssen. Muslim könnte beispielsweise, so wie es hier steht, so diese ersten Teile problemlos mitsingen. Ja. Herr Gott, erbarme dich, wenn er statt Herr Gott sein Allah denkt oder das einfach ne, seinen barmherzigen Al-Rahmin denkt, ist das überhaupt kein Problem. Christe, erbarme dich, das wird ein Muslim so nicht mitsingen können. Der wird Christus oder Jesus von Nazareth als Propheten respektieren. Jesus taucht auch im Koran auf. Aber eben mit einem anderen Stellenwert, als es jetzt in den christlichen Traditionen der Fall ist. Für jüdische Menschen hier, jüdische Gläubige gilt genau dasselbe. Ja, die können ihre Hashem, ihren Namen, das heißt das übersetzt, problemlos hier mitsingen und mitdenken. Und am Ende auch wieder. So. Und hier steht schon, ich habe angedeutet, Gloria in excelsis Deo. Und wenn ich von einer christlichen Tradition aufbaue jetzt, dann ist es naheliegend, jetzt das Ordinarium weiterzunehmen. Also erstmal, weil das einer der traditionellen Texte überhaupt ist, weil es ist auch super bekannt, aber noch was anderes inhaltlich. Ich kann nämlich die Liturgie jetzt mal hinterfragen. Der erbarmende Gott, wer ist das eigentlich? Ja, wenn ich da anrufe, also in der Messe oder so, kommt dann die Zusage, ne, Gott hat sich euer erbarmt und so weiter. Aber dann kann ich ja danach fragen, dieser, ich sag's mal, arabisch Al-Rahmin, wer ist das eigentlich? Wo kommt der her? Und darauf gibt dann das Gloria innerhalb der Messe ganz viele Antworten, nicht nur eine Antwort. Gloria in excelsis Deo ist die Weihnachtsgeschichte, Lukas 2. Ja, es ist das Motiv, es ist wörtlich übernommen. Ja, der Engelschor. Ja, bei den Hirten über den Feldern, alle Jahre wieder. Und also bald war da bei den Hürden die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sangen eigentlich, sprachen stets bei Luther, aber sangen und dann Gloria in excelsis Deo, er sei Gott in der Höhe. Und Frieden auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist der Anfang vom Gloria. Und danach schließt sich ein ganzer Schwung von Gottesbildern an. Aber das kommt dann beim nächsten Mal oder übernächsten Mal. Wir sind ja mit dem Kyrie noch nicht fertig. Also, wenn wir jetzt so dicke Säulen haben, dann finde ich, fehlen hier noch die Verstrebungsbögen. Und darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Aber wir sind wieder ein Stückchen weiter. Und zum ersten Mal haben wir, seit wir jetzt die Reihe anfangen, haben wir jetzt so ein
Ausblick auf das, was kommt und jetzt auch eine Idee, wie sich sowas entwickelt. Ja, also hier der Einleitungsblock, der Kyrie-Block, Intermedium gibt es Gott und Intermedium, so ein Zwischenspiel, Intermezzo eigentlich, gibt es Gott. Als Ausblick jetzt schon, ich kann da gar nicht viel zu sagen, ich kann da entweder nur sagen ja oder nein und das ist jeweils abhängig von dem, der antwortet. So, also das wird per Definition nämlich allzu lang sein, das wird einfach nur eine Meinungskundgabe sein, mehr nicht. So, und dann, wenn es ihn gibt, kann ich dann fragen, wer ist Gott? Und wenn es nicht gibt, kann ich fragen, wer ist denn dieses, was hast du für ein Gottesbild? Was ist das hinter, wen hinterfragst du? Ja, ohne dass ich das übernehmen muss dann für mich. Ach so, okay. Ihr könnt gerne mal, also ich bin jetzt mit den Formaten tatsächlich unsicher, wie tief ich jetzt in dieses Nachdenken reingehen soll. Also woran mir schon liegt, ist, dass gerade diejenigen unter euch, die im musikalischen Denken, die das nicht so machen, und dass ihr eine Idee bekommt, wie funktioniert das, wie kann man mit Tönen bauen. Und das, was wir hier machen, könnt ihr übertragen auf ein Streichquartett, auf eine Symphonie, auf andere, ja, Chöre. Denn das, was wir hier machen, das macht ein Bach, ein Brahms, ein Mozart, ein Beethoven, die machen das nicht anders. Die bauen in Tönen und nach bestimmten Kriterien. Aber wie? Bruckners 8. Symphonie, das Adagio, ja, an dritter Stelle da bei ihm, das füllt eine halbe Stunde. Ein Adagio füllt eine halbe Stunde. Wie macht er das? Was passiert da? Wie füllt man eine halbe Stunde nur in Tönen? Ich hab's leichter, ich habe meine Texte noch. Ja, und wenn ich jetzt hier unseren Popsong habe, so ein Rap und Vater Unser hinterfragen oder so, da habe ich ganz, ganz, ganz viel Text. Ich hab's mit einem Adagio auch mal probiert, was jetzt eine gute Viertelstunde lang dauert, ganz ohne Text. Aber wie füllt man das? Und ein bisschen davon kriegen wir mit, indem wir das einfach selber machen. Inwieweit ihr aber jetzt in diese Details beim Denken reingehen soll, bin ich unsicher. Da könnt ihr gerne, wenn ihr mögt, irgendwie in den Kommentaren unten mal was reinschreiben. Ist das zu ausführlich? Ist das zu wenig? Ist es, ja, ich will ja auch nicht, soll ja auch nicht langweilig werden oder zu abstrakt werden. Okay, so viel für heute. Erstmal. Wie immer, bleibt gesund. Passt auf euch auf, habt einen schönen Tag und ja, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal alles Gute und Ade.